heute möchte ich euch mal wieder ein Buch vorstellen, das mir wirklich gefallen hat. Und deswegen rede ich heute über nicht auch noch der von Lena Martin aus dem Lux Egmont Verlag, der mir dieses Buch freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, weil es mich sehr interessiert hat. Und es hat, wie gesagt, mir gut gefallen. Aber erstmal weiter mit den Eckdaten. Es kostet 9,99 € in Deutschland und 10,30 € in Österreich, hat 375 Seiten und ist ein Taschenbuch, wie ihr seht. Ich verlinke euch das Buch wie immer in der Infobox und meine schriftliche Rezi auch. Aber erstmal kommen wir zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Luca. Und Luca ist trotz ihres vermeintlich männlichen Namens eine Frau, wird aber aufgrund dieses Namens leider von der Uni in eine Männer-WG gesteckt, was ihr überhaupt nicht passt, weil sie nicht unbedingt gerne mit zwei fremden Männern zusammenleben will. Aber leider hat sie keine andere Wahl und muss nun mit diesen beiden Männern zusammen einziehen. Als sie dann auch noch merkt, dass einer dieser Männer, nämlich Ben, ein ziemlicher Playboy ist und jede Nacht eine andere mit nach Hause bringt und ziemlich machohaft sich benimmt, geraten die beiden ganz schnell aneinander, denn ja, sie haben eine ziemlich verschiedene Weltsicht. Allerdings lernt Luca dann langsam kennen, dass Ben auch andere Seiten hat und diese Seiten scheinen sie langsam anzuziehen. Doch die Frage ist, wie sinnvoll ist es, sich in einen Playboy zu verlieben und kann das überhaupt irgendwas werden mit den beiden? Und ob und wie und was müsst ihr selber rausfinden in diesem Buch. Wie gesagt, ich kann es empfehlen. Ich habe dem Buch letztendlich 4,5 Sterne gegeben. Es hat mich nämlich so gegen, ja, nach 100, 150 Seiten total verschluckt gehabt und ich war einfach drin und habe weitergelesen und weitergelesen und konnte einfach nicht aufhören. Und das ist schon mal was ziemlich Gutes und ich denke, dass das auch für viele andere der Fall sein wird. Deswegen, wie gesagt, ich konnte einfach nur eine gute Sternanzahl geben. Der einzige Grund, wieso ich ungefähr, ja, wieso ich diesen halben Stern abgezogen habe, war einfach der Anfang, weil es klingt sehr klischeehaft und so hat es auch leider angefangen. Also Luca war sehr, naja, zickig und engstirnig am Anfang. Sie hat sich auf jede Kleinigkeit gestürzt, die sie irgendwie mitbekommen hat. Und Ben dagegen war natürlich so der Machohafte, der sie ständig getriezt hat und extra irgendwie sie auf die Palme gebracht hat. Und damit habe ich zwar gerechnet, aber es war für mich so ein bisschen, ja, übertrieben. Ich habe darauf gewartet, wann das endlich aufhört und es hat noch ungefähr 100 Seiten langsam aufgehört, zum Glück. Und da hat es mir auch sehr viel besser gefallen, weil ich, wie gesagt, ich fand es am Anfang so ein bisschen übertrieben. Ich hatte mir so 1, 2 Szenen gewünscht, da drin reingewoben, wo sie sich auch mal normaler verhalten haben. Aber es ging halt die ganze Zeit so, bis es dann sich langsam wieder, also auch geflacht ist. Und da ist es einfach auch realistischer geworden und logischer und viel besser. Es gab den ein oder anderen Moment hier drin, wo es um tiefgründigere Gedanken ging und um Schicksalsschläge quasi, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, fand ich aber ein guten Ansatz. Ich fand gut, dass diese Message hier drin war. Es war nicht unbedingt alles logisch, aber es war realistisch, würde ich mal sagen, weil ich glaube, es gibt so Leute, die wirklich so denken und solche Schicksalsschläge so auf sich beziehen, dass sie halt so eine Weltsicht haben, wie manche einer der Charaktere hier drin. Obwohl das nicht gerade eine logische Weltsicht ist oder obwohl das nicht gerade, ja, das Richtige ist und das irgendwie eine verzerrte Sicht ist. Aber ich glaube, das ist realistisch, dass es solche Leute gibt, die halt alles auf sich selber beziehen und immer irgendwie einen komischen Schluss dabei ziehen. Deswegen finde ich das schon einigermaßen realistisch. Ich hätte mir ein Ende gewünscht. Also das Ende fand ich an sich gut, aber ich hätte mir noch ein bisschen mehr Abschluss gewünscht, ein bisschen mehr Einsicht oder irgendwie sowas, was diese Probleme zum Beispiel angeht. Aber an sich war es richtig gut. Wie gesagt, es hat mich total verschluckt. Ich habe gelesen und gelesen. Ich hatte echt keine Lust, wieder aufzuhören, bis ich durch war. Und das ist schon mal ein gutes Kriterium. Und deswegen hat es die 4,5 Sterne absolut verdient. Wie gesagt, diese ersten 100 Seiten muss man so ein bisschen über sich ergehen lassen. Sie sind auch hier und da natürlich lustig, aber es sind schon arg übertrieben. Aber nach den 100 Seiten hat es mich total und ich mochte es gerne und ich mochte die Charaktere und das Setting und ich kann es einfach nur empfehlen. Wer also so eine nette, wie heißt denn das, New Adult oder Young Adult? Ich glaube New Adult Geschichte sucht, die in Deutschland spielt mit deutschen Charakteren, die ist damit definitiv gut beraten. Es gibt auch die ein oder andere
ja, explizitere Szene, aber es wird, nimmt keine Übermacht, was ich immer gut finde. Wenn es ein oder zwei oder vielleicht auch drei kleinere Szenen gibt, dann finde ich es immer nett, vor allem wenn die gut beschrieben sind, solange es nicht Übermacht in einem Buch nimmt. Und so ist das hier einfach nicht, darum geht es nicht hauptsächlich. Und deswegen fand ich es absolut gut. Wie gesagt, es hatte mich verschluckt und ich habe gelesen und gelesen und gelesen und gelesen und ich fand es toll. Und deswegen kann ich es definitiv empfehlen. Falls ihr das Buch schon gelesen habt oder überhaupt darauf aufmerksam geworden seid, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann können wir ein bisschen darüber diskutieren. Oder falls ihr jetzt zum ersten Mal davon gehört habt und Lust habt, es zu lesen, würde ich auch gerne euren Kommentar dazu lesen. Und ansonsten sage ich hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Bye, Leute!